ich meine, die Familie zum Praktizieren an. Bruder, das ist sehr, wie man die Familie zum Praktizieren an. Sind die älter als jemand? Ja. Gut. Das ist natürlich sehr individuell. Weil es gibt ja auch individuelle Gründe, warum jemand nicht praktiziert. Ja? Es ist oft bei Älteren so, hat man oft das Problem, wenn man als der Jüngere kommt, dass man sich nichts sagen lassen will. Und hier gebe ich immer den Tipp, dass man zum Beispiel jemanden sucht, der mit denen reden kann, der im selben Alter ist. Oder vielleicht sogar einen Imam sucht, eine Rede von einem Imam in der Landessprache, von den Eltern. Oft ist es allerdings so, dass solche Eltern oder solche Großeltern so einen Vorbehalt haben gegen religiöse Leute. Sehr, sehr häufig so. Dass sie sind, ach, diese Leute mit Bart und so weiter, und die wollen es gar nicht hören. Deswegen natürlich, der erste Schritt ist immer Dua machen. Der zweite Schritt ist schauen, ob man jemanden finden kann, weil du wirst es ja schon versucht haben. Und ansonsten Sabr haben, weitermachen. Guck mal, Khalid al-Walid hat im 7. Jahr nach der Hijra den Islam angenommen. 20 Jahre nachdem der Prophet Prophet geworden ist. وبذاك قد فصوا من الوهاب.